Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch, auf diesem Marsch, Version 2.2. Der Drescher fahren wir gleich mal hier in der Halle mit Schneidwerk. Den werden wir später mal brauchen für Hopfen. Aber aktuell ist er noch lange nicht reif, ne? Denn beziehungsweise das Steinfeld stellen wir hier rein. Na, passt beides rein. Können beides entstellen. Später kommt der Drescher ja in die Halle rein, also sobald es der Winter kommt. So dauern wird. So, der andere ist alle voll. Der Drescher mit Weizen. Von mir selber abfahren, ne? Ja, gestern habe ich schön gespielt, den ganzen Abend und ganze Nacht. Fast. Da hatte ich ja gefriemelt, um für Thüringen den Umzug alles rüber zu holen. Also Tiere, Maschinen und Geld. Ja, Maschinen haben war leicht. Schwierig waren die Kühe bzw. die Bullen, also entweder oder. Das Geld war auch leicht und das ging recht gut im Endeffekt, ne? Ich meine, gut, Kühe hätte ich mir schon noch gekauft, aber ich sag mal so, bei Seasons ja, dauert das ziemlich lange, bis die Kühe Milch geben. Und deswegen habe ich gedacht, na gut, probier mal aus, dass die Kühe rüberkommen. Hatte ich mir aber vorher schon schlau gemacht beim Video anschauen, ne? Beim Fat Action hat man schön gezeigt, wie er von der 1 auf der FIFA umgezogen ist. Und da hatte er auch die Kühe mit rüber genommen gehabt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man es mal gesehen hat, dann kann man es auch entsprechend auch alleine hinkriegen, ne? Na jedenfalls, ich habe es hinbekommen. Dass sie jetzt ein bisschen wenig Futter brauchen, das ist schon ein bisschen komisch. Aber wir haben jetzt auch Klee drin, unser Zeug. Muss ich mal sehen, ob ich da irgendwo ein Feld mal mit Klee mache. Wo Kühe mit Klee nicht so gut klarkommen normalerweise. Also allerhöchste Vorsicht, sag mal so, ne? Wer selber mal Tiere hat, ich glaube, die meisten werden nie eine Kuh haben oder so. Gerade bei Wiederkäuern ist das so. Ist ja normalerweise so, gibt es eine Kuh Gras von einer normalen Wiese, wo alles vorbei ist. Ist alles kein Problem. Aber wenn das eine reine Kleewiese ist, also nur Klee angesät ist, also nur Klee, ist der Anteil, der Pflanzenanteil von Eiweiß zu hoch. Und sie kriegen Blähungen. Man muss sich so vorstellen, da ist zum ersten Magen, zum Darm, da muss erstmal wieder gekaut werden. Das heißt, das Gas geht nicht so richtig raus. Und im Grunde sterben sie am Ende daran, ne? Das ist wie ein Ballon, den man voll macht, ne? Ist nicht gut, da kann nur ein Tierarzt helfen, ne? Ich habe mal 5 Kühe gesehen, die lagen auf der Seite. Ich glaube, ein paar wurden gerettet, ein paar sind gestorben. Ist bei der Kuh schon ein großer Verlust, ne? Den Traktor hätte ich zurückschicken müssen auf Feld 21. Gut, dann, es war noch Stroh auf, eben hier auf der Karte, da kann man sehen. Also Stroh war hier noch gewesen, auf der 50. 13 war auch noch Stroh. Dann checken wir den auf 13. Ich habe doch anders entschieden, Stroh verwerten wir trotzdem. Dann gehst du auf die Feld 13. Und
Der andere geht auf Feld Nummer 2. Tach. Du gehst auf Feld 50, haben die Ehre. Oder sie. Obwohl, man kann heutzutage nicht sicher sein, ein Zopf muss keine Frau sein, ne? Das kann auch ein Mann sein. So, Kalk, eine Halle. Den werden wir auch gleich wegfahren hier. Haben wir noch einen Drescher auf der... Oder noch Strohball noch. Wir haben so viel Arbeit, die ich machen muss, ne? Aber es muss auch so sein, ne? Es kann nicht alles. Achso, wir wollten auch die Tiere Stroh geben. Das wollten wir gleich machen. Wird morgen früh zu spät. Na gut, Stroh wäre nicht das Problem. Also Futter muss meine Schweine hin, ne? Also die Schweine müssen Futter haben. Und dann ziehen wir sie auch durch, da kriegen wir alle Futter. Ganz so schräg wollte ich auch nicht reinfahren. Anne kommt schon, geht ja schnell. So. Dann gehen wir auf 13, ne? Na, war ja auch nicht weit. So. Gucken wir mal, was wir da machen können. Ah, ja, Feldmodus, laden mal Erntefeld 13, ne? Und der Ernte. 3, 2, 15, 12. Ich habe es entweder nicht hochgeschoben oder nicht gespeichert. Mähen. Blühen. Machen wir es mal. Aussaat. Außer 13, ja. So, wir wollen eine Ernte haben, ne? Ernte 17, 54. 1, 12, 15, 17, 18, 3, 2. Dann habe ich hier nicht gespeichert. Ne, Outreif, dann haben wir nichts. Dann pressen wir ihn selber. Hier müssen wir sie in den anderen Fahrzeug entladen kriegen, ne? Nur kein Stress, sag mal so, ne? So, mal gucken mal hier. Ich will ja einen Traktor nehmen, der hier ganz vorne ist, ne? Stehen sie am Wege sonst? Müsste mal den anderen Anhänger verwenden mit Deichsel, aber die schieben sie so blöd zurück, ne? Ups. Das Grünzeug. Wieso macht er denn eine Ende so blöd? Genau das gleiche. So, hoffe alles passt. Ton und so, ne? Ansonsten müsst ihr mal einfach mal anschreiben. Wenn was nicht passen sollte. So, angekommen. 50. Ich hab den Kurs schon gelöscht. Der muss eigentlich gespeichert sein normalerweise. Löschen. Ernte 50. Das haben wir auf jeden Fall. Genau. Der macht schon mal die richtige Arbeit. Auf jeden Fall. So. Und dann mal Stroh sammeln.
voll. Hier nicht ganz, doch voll. Ne? Festknallen, ne? Und auf geht's. Ja. Wir werden Strohlager bauen jetzt bei den Schweinen. Muss ich mal schauen, ob wir jetzt hinkriegen. Das Futterlager müssen wir auch hinbauen, normalerweise. Habe ich sowas, ein Schweinefutterlager? Nur für Schweinefutter? Glaube ich eher nicht. Ich glaube, wir fahren geradeaus. Er kommt nicht rum. Zu dick. Stroh einfach irgendwo hinstellen bringt ja auch nichts. Aber Stroh können wir auf jeden Fall ein Lager bauen, das steht fest. Wir fahren nochmal hin zum. Da noch ein Drescher. Ich kann jetzt theoretisch 13 extra hinfahren mit dem Drescher, mal sehen. Einfach so berechnen lassen, ne? Dann speichern. Wir fahren zum Schwein. Ich meine, gut, wenn ich da das eine Feld aus Stroh nicht habe, Gott, ne. Das wird jetzt nicht das Genick brechen, ne? Wir haben genug. Aber wir können trotzdem auf 5 gehen, meine Geschwindigkeit. Das packen wir trotzdem. Müssen wir sehen, dass wir morgen dann nachher das erste Mal was verkaufen. Von Bier bis hin zum Milchprodukten. Heizpellets, so gucken wir mal hinbauen können. Also hier vorne an der Leitplanke wäre ganz gut, ne? Theoretisch. Stroh- und Ballenlager. Drehen. Das wäre theoretisch ganz gut, weil da können wir sowieso nicht vorbeifahren, geradeaus. Dann ist da ein Gebäude. Outreach-Kurs ist da auch noch nicht. Wie gesagt, das ist dann ungünstig. Wenn wir eins hätten, dann wäre es da oben besser. Weil dann noch könnte man da, okay, da fährst du vorbei, ne? Ist eine Straße oder so, ein bisschen Feldweg. Und da ist eh grün, so ein bisschen so in der Mitte. Ja. Muss man ein bisschen drehen. Ja, oder so, ne? Also die Kante genau nehmen, ne? Ja, so ungefähr. Aber nicht auf dem Feld. Das ist auch wichtig, dass der genau, dass wir so, dass wir im Prinzip geradeaus fahren können und dann eine Abzweigung machen vom Ablan. Das wäre dann so rein theoretisch. Dann fahren wir rechts oder mehr in der Mitte. In der Mitte, fertig ist es. Dann können wir hier theoretisch auch mal Stroh automatisch herfahren lassen, lose und hier vorne abkippen lassen. Ne? Fertig ist es. Wer ist leer? Wieder voll. Kollege ist voll. Mal nicht in der Frucht drin, das ist gut. Mal ganz, ganz praktisch. Da sind wir wieder. So. Gehen wir gleich weiter hier mit den Schweinen hier.
Sonst sagen sie doch Schafe, so Schweine. Ich hab doch gar keine Schafe. Schafe müsste man sich auch noch anschaffen. Ja, aufgrund der Tatsache, dass es eine Wollproduktion, also eine Stoffproduktion gibt. Das wäre aber. Das müsste ich aber jetzt nachher bald in Angriff nehmen. Aber wie gesagt, das ist jetzt eben gerade eine Überlegung gewesen. Ne? Das ist kein. Was sofort gemacht werden muss. Muss auch Geld für da sein. Unser Geld liegt ja in der Brauerei zurzeit. Und gleich drinnen, ne? 264. Wie Fußball, ne? Ja, geht gleich mehr. Das ist passend. So, dann den wir gleich mal abstellen erstmal. Wir müssen mal sehen, dass wir erstmal die Tiere versorgt bekommen. Schweine brauchen was zu beißen und die müssen mal leicht geputzt werden. Der Elker sieht wieder aus. Bisschen arg, mutzig. Ist hier noch Futter drin im Anhänger? Nö. Aber... Nee, dann machen wir. Ihr putzt erstmal, ne? Das war ganz richtig. Dass die Jungs mal sauber sind. Guter Bereich, ne? Ja, Krähen sind gar nicht gut, dass sie so im Stall eingehen können, ne? Weil aktuell die afrikanische Schweinepest hier unterwegs ist. Da ist sie wieder. Die breitet sich langsam aus. Von Ost nach West. Und das ist für die Schweine halt tödlich. Und laut Gesetz ist es so, dass zum Beispiel... Wollte ein Fall auftreten bei einem Stall, das heißt es theoretisch oder praktisch auch, es werden alle Tiere gekeult, also die werden alle notgeschlachtet und dann entsorgt. Die werden praktisch ja, verwertet. Ich weiß gar nicht, ob die unbedingt das noch als Tierfutter genommen werden, aber eins steht fest, die werden gekillt, kann man sagen. So, so passt ja einen groben Stall rein, Kühe. Die wollten wir ja nicht nehmen, die haben ja hier vorne zu stehen. Schon Silage, eher unwahrscheinlich. So, schon fertig. Könnten wir den BGH. Also der gelbe passt nicht rein. Wir holen mal Schweinefutter. Dann können wir mal kurz testen, ob der reinpasst. Ich glaube, der passt von der Höhe her sieht es schlecht aus. Wird die Luft rauslassen. Da ist aber jetzt Mischung für die Kühe. Die Schweine waren rot gewesen. Wir hatten ja was von der Malzfabrik. Da können wir auch noch was hinfahren, Getreide. Entweder Weizen oder Gerste, das ist egal. 1 Million, ne? Gerste 870.000, kann man sagen. Hafer können wir verkaufen. Raps könnte man, ja, und Dieselhersteller, ne? Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben haben wir keine drin. Saatgut, ja. Mischration, Häckselgut, Silage, Heu, Stroh, Dünger, Mist, Schweinefutter. So, sieht besser aus.
Länge. Oh, Überlänge. Liebe Schauer, das soll es dann auch für heute schon gewesen sein. Ich sag mal tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter mit Schweinefüttern und Kühe. Schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss. Bis morgen. Hoffe ich jedenfalls. Ich wäre sehr dankbar. Tschüss.